nichts anderes als eine Sinneswahrnehmung, entweder von körperlichen Befindlichkeiten oder eben sinnlichen Befindlichkeiten. Wenn ich natürlich jetzt, sagen wir mal, diese Trinks der 70er, Sex on the Beach etc., die als The Dark Age of Mixology beschrieben werden, gerne mal zumindest, man kann auch sowas schon als Genuss wahrnehmen. Für uns als Barkeeper oder als professionelle Barkeeper geht es natürlich um viel, viel mehr. Sprich, wir arbeiten natürlich mit sämtlichen Geschmacksnuancen der Zunge. Sprich, nicht nur süß, salzig, sauer und bitter, auch Umami für proteinreich, fettig spielt eine Rolle. Wir arbeiten mit den Texturen in einem Drink und das ist einfach nochmal eine ganz, ganz andere Herausforderung, in dem Moment den Gast oder den Geschmack des Gastes zu befriedigen. Weil wir natürlich auch sehr, sehr experimentell arbeiten mit unterschiedlichen Kräutern und Gewürzen, mit unterschiedlichen Infusionen im Sous-Vide-Verfahren etc. Sprich, wir haben da sehr, sehr viele Möglichkeiten und für uns ist es dann halt letztendlich ja doch eine tolle Herausforderung und eine schöne Aufgabe, dem Gast den Genuss zuzuführen, wie er es sich vorstellt oder wie er es vielleicht auch noch gar nicht kennt. Das Maß wäre vielleicht 2-3 Trinks zum Beispiel. Alles andere macht auch gar keinen Sinn, weil ja irgendwann mal die Geschmacksrezeptoren auch gar nicht mehr aufgreifen können. Das heißt, wir können gar nicht mehr dieses Produkt in seiner Fülle schmecken, sondern wir sind dann schon eingeschränkt in dem Sinne. Der größte Genuss ist, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Das auf jeden Fall.